So, da wären wir wieder. Wir sind oben bei den Geistern und konnten hier auch in Ruhe schlafen. Jedenfalls direkt beim Eingang. Und wo kommst du jetzt schon wieder her? Und zwei Freunde von dir. Das ist ja super. Da bin ich ja schon fast versucht, eine von den Karten zu benutzen, so dicht wie die da auf dem Haufen stehen. Das ging jetzt doch ein bisschen zu schnell. Und eigentlich wollte ich eine Stufe 3 zaubern, aber na gut. Wir werden wahrscheinlich eh einen kurzen Trip nach unten machen müssen. Obwohl ich genau das eigentlich vermeiden wollte. Denn es. Oh oh. Oder ich lade einfach neu. So, gleich müsste ich hier da eine Geist rauskommen. Der Kriegergeist von eben. Kommt er aber nicht. Ja, niemand muss sich ausruhen. Muss sich jetzt jemand ausruhen? Nein. So. Ja, das lief gerade nicht so, wie ich gedacht hätte. Der Schaden kommt doch schon ziemlich schnell rein, teilweise. So, schön wieder zurück. So, also ich versuche jetzt alles dran zu setzen, nicht wieder runterzugehen, nur für den Fall, dass das einen Respawn auslösen würde. Hey, wir konnten bei der Tür schlafen, ohne geweckt zu werden. Können wir auch ganz lange schlafen? Nein. So, komm, stirb, bevor deine Kameraden hier auftauchen. Komm schon, kipp um. Ich will gucken, ob ich hier schlafen kann, ohne gestört zu werden. Ja, es wird einer von seinen Leuten gewesen sein. Also von dem anderen Geist. Es kommt ja meistens nur einer alleine, der weckt einen und dann kommt der Rest. Nach und nach. Und ja, ich reime wahrscheinlich hier in den Mängeln zusammen, dass gar nicht stimmt. Aber ich will immer irgendwie alles erklären können. Und so bastle ich mir halt meine Wirklichkeit zusammen. Ja, da ist der nächste. Was aber meine Aussage wieder unterstützen würde. Also, dass man zuerst einen hat, von dem man geweckt wird, und dann kommen danach die anderen. Und wenn das so weitergeht, fange ich trotzdem meine Strichliste an. Auch wenn wir schon gefühlte 2 Dutzend Geister umgebracht haben. Ah, noch viel mehr. Und wir haben kaum noch Mana. Irx. So. Und Heilung. Komm, jetzt brauchen wir ein paar gute Trefferbarkarte, sonst kommen wir hier nicht mehr lebend raus. Ich sagte gute Treffer. Nicht daneben hauen. Na gut, bitte Becher. So, raus. Ja, wir mussten wieder runter. Schade. So kann man keine ordentlichen Versuche durchführen, wenn man andauernd wieder gestört wird und runtergehen muss. Aber na gut. Wir müssen das hier irgendwie herausfinden, wie es da oben funktioniert. Ob es einfach nur tierische Spiele gibt oder einen Respawner. Sonst weiß ich nicht, wie ich mit dieser Etage umgehen soll. Weil wenn es Respawn gibt, dann müssten wir ja möglichst schnell hier durchhuschen. Und das schaffen wir einfach nicht. Dafür machen wir zu wenig Schaden. Also klar, wir könnten zurückgehen und die Smaragdklingen holen. Die sind ganz gut gegen Geister. Das Problem bei den Smaragdklingen ist nur, sie haben sehr wenig Angriffskraft. Also Stärke. Und wenn man wenig Stärke hat, trifft man auch sehr selten. Und den Zustand haben wir jetzt ja quasi auch. Wir treffen nicht besonders häufig, aber wenn wir dann ein paar Karten mal treffen, dann ist es gleich ein ordentlicher Treffer.
So. So, komm schon. Außerdem nagt es so ein bisschen an mir. Ich will das hier jetzt oben hinbekommen, ohne die Smaragdwaffen zu holen und ohne den Valence-Würfel zu benutzen. Den wir zu diesem Zeitpunkt eh nicht haben, aber ich könnte ja den Speicherstand laden, das alles nachspielen off-camera, bis wieder zu diesem Punkt. Aber das will ich einfach nicht. Ich sehe das Ganze jetzt als Herausforderung und die wollen wir gefälligst auch meistern. So. War es das jetzt an Geistern hier am Eingang? Geister. Ah, Kämpfer, da wird er noch nicht allzu viel bekommen. Das nervt mich auch, weil es ist ja schön und gut, dass wir hier oben so viel Zeit verschwenden, in Anführungszeichen, um gegen die Geister zu kämpfen. Aber wir sind echt durchgehend am Kämpfen und trotzdem kriegen wir kaum Erfahrungspunkte. Das finde ich ziemlich nervig. So, dich auch noch. Da ist noch einer und ich glaube, hinter uns ist auch noch einer. Denn wir kriegen ein bisschen mehr Schaden rein als... Ja, da ist der dritte. So, komm schon. Wir wollen schlafen. Und ja, wir haben jetzt bestimmt schon... 10 Tage oder so in diesem Turm verbracht, allein durch das ganze Schlafen. Tschung, tschung. Ja, vielleicht würde es auch noch ein bisschen einfacher gehen, hätten wir die Klinge gekauft für die 3000. Also wenn wir irgendwie die 3000 zusammengekratzt hätten. Also zum Beispiel nicht die Armbrust gekauft und die eine Rüstung nicht verloren, solche Kleinigkeiten. Aber ich glaube, selbst dann wären wir nicht auf 3000 gekommen. Das ist ganz schön, hab ich. So, abspeichern. LP031A. Was machen wir jetzt? Tasten wir uns wieder schrittchenweise vor oder stürmen wir einfach mal da rein und gucken, was passiert, wenn wir den Schalter drücken? Ich glaube, wir stürmen einfach mal. Okay. Können wir wieder zurückstürmen? Okay, wir haben jetzt wenigstens schon mal ein bisschen was freigeschaltet hier. Oh. Dafür sind wir auch richtig viele Geister bei uns hinten dran. Merkt man den Schaden und die ganzen Schlangen. So, weg, 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 weg. So, ob das jetzt so eine gute Idee war oder nicht, sei dahingestellt. Wir sind schon mal ein paar Schritte weiter rein in den Tunnel. So, also hier war so ein Schalter, hier sind überall Türen. Und wirklich viel mehr haben wir auch nicht gesehen. So, jetzt schlafen wir mal hier. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass der von vorne kommt. Aber na gut. So, das war jetzt unser Aufweckgeist. Gucken wir mal, ob gleich noch welche kommen. Ah, bisher nicht. Haut der alleine auch schon ganz schön rein. So. Unser Aufweckgeist. Aber auch bei ihm keine Verstärkung. Ja, ich weiß ja echt nicht, wie das System funktioniert. Es könnte ja auch sein, dass einfach
manche Gebiete als sicher erklärt werden, manche als unsicher. Und wenn man in einem unsicheren Gebiet schläft, besteht die Chance, einfach geweckt zu werden. Und dann wird dann ein Gegner gespawnt, der einen noch angreift. Also, dass dieser Geist jetzt aber nichts mit allen anderen Geistern zu tun hat. Und wir so unendlich viele Geister bekommen könnten, wenn wir einfach nur ganz viel schlafen und unterbrochen werden. Aber das können wir einfach testen, indem wir genau hier stehen bleiben und immer wieder schlafen. So lange, bis wir es nicht mehr schaffen, die Gegner umzubringen. Was nicht mehr sehr lange sein dürfte. 112, sehr schön. Und anscheinend ist es nicht so. Denn wir können jetzt durchschlafen, obwohl es ein vermeintlich unsicheres Gebiet war, jedenfalls vorher. So. Abspeichern. Jetzt gehen wir mal bis hier hin, schlafen hier. Und hier ist es noch unsicher. Und das war es ja auch schon eine ganze Weile. Ich meine, den Eingangsbereich haben wir innerhalb von einer halben Folge oder einer Folge leergeräumt. Aber hier, genau an dieser Stelle, hocken wir jetzt schon richtig lange. Und wir haben es endlich geschafft. Also, genau das wollte ich haben. Damit wir wenigstens sehen, es geht voran. Es sind nicht unendlich viele Geister. Also unser erster Schritt war hier den Bereich freizuschalten, dass wir hier auch schlafen konnten. Jetzt haben wir den Bereich hier auch noch frei gemacht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir nach und nach uns bis hier durcharbeiten. Und ich denke mal, hinter diesen Türen irgendwo wird sich der Gegenstand befinden. Das heißt, ein Ende ist abzusehen. Okay. Da kommen die ersten wütenden Geister. Das wird jetzt auch ein Teil von dem Trupp sein, den wir von ganz hinten hierher gelockt haben. Also durch unsere Reinstürmaktion. So, und das sind auch mehr als genug Geister, um uns eigentlich zu umrunden. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, wir haben jetzt die zwei vor uns und wir haben links und rechts einen. Was gar nicht gut ist, was den Schaden angeht. Na komm, einen umbringen und zurückziehen. Das reicht uns schon. So, und weg, 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 weg. So. Jetzt, wenn wir die Geister, die uns gerade angegriffen haben, umgebracht haben, und wenn wir dann wieder vor der Tür schlafen können, ohne gestört zu werden, dann können wir auch ausschließen, dass der Übergang von einer Ebene in die andere da irgendwas zurücksetzt. Das ist ja auch noch so im Hinterkopf. Dass jedes Mal, wenn wir runtergehen, dass da irgendein Schalter umgelegt wird, dass neue Geister entweder spawnen oder Gebiete als unsicher erklärt werden oder wie auch immer das funktioniert. Und ich rede schon wieder zu viel. Zack. Zack. Boah, es geht gar nicht, wie viel Schaden da reinkommt. So, gehen wir schon mal zur Treppe. Geister sind direkt da. Das ist jetzt nicht gut. Okay, Karte. Und okay, zwei könnten wir schaffen. Und wir haben schon wieder eine Ressource verschwendet, die ziemlich mächtig ist. Ah, ärgerlich, ärgerlich alles. Komm schon, lass uns durch. Ich will nicht auch den Bezelbecher jetzt benutzen müssen. Aber es schaut fast so aus. Keine Schlange, keine Schlange.
Nee, das wird nix. Na gut. So viel dazu. Also jetzt sind wir noch nicht reingestürmt, doch sind wir schon. Dann machen wir einfach jetzt hier einen Cut und in der nächsten Folge machen wir das Ganze nochmal. Ja, die Geister sind zäh, aber wir packen das irgendwann. Also bis gleich.